du lieber sein lässt. Was dir Vorteil bringt, vielleicht im Augenblick, doch auch wenn die Folgen nützen. Es ist früh am Morgen, die Sonne scheint so schön. Und du möchtest heute nicht zur Arbeit gehen. Du könntest sagen, du warst krank, dir war nicht wohl, der Kopf tat weh und darum musstest du den Weg zur Arbeit meiden. Doch überleg auch an diesem einen Tag, da blieb dein Platz leer und auch deine Arbeit würde liegen bleiben. Drum überleg in deinem Leben, was sich lohnt, was du tust, was du lieber sein lässt. Was dir Vorteil bringt, vielleicht im Augenblick, doch auch wenn die Folgen nützen. Du hast einen Freund, der dir die Liebste ist und mit dem du meistens einer Meinung bist. Doch sprecht ihr über Politik, dann ist er anderer Meinung, als du möchtest. Doch du bringst kein Argument dagegen, denn du möchtest diesem Besten deiner Freunde nicht so schnell verlieren und der Politik schon gar nicht wegen. Doch überleg in deinem Leben, was sich lohnt, was du tust, was du lieber sein lässt. Was dir Vorteil bringt, vielleicht im Augenblick, doch auf wen die Folgen nützen. Und so gibt es viele Fragen Tag für Tag. Und du hörst nicht immer gleich den besten Rat. Drum musst du wissen, was du willst und musst auch sagen, was du denkst. Dann fällt es dir nicht schwer, es richtig zu entscheiden. Denn wenn du richtig überlegst, das Für und Wider vor dir siehst, dann merkst du, viele Fehler wären zu vermeiden. Drum überleg in deinem Leben, was sich lohnt, was du tust, was du lieber sein lässt. Was dir Vorteil bringt, vielleicht im Augenblick, doch auch wenn die Folgen nützen. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Werk, Herr Bühre? Oh, wo ist denn bloß meine Kamera? Und was mit den Kohlen? Ich bewege mich hier nicht weg, bis ich meine Kohle nicht habe. Und wenn ich vorher meine Füße rankt, ist mir egal. Ach, super. Noch rankt nichts.